So, das sind meine Schneiderippen. Die sind aus Aluminiumblech, also Leichtmetallblech. Das Blech kriegt man auch beim Schlosser oder zum Beispiel die Aluminiumplatten werden in der Druckerei als Lithobleche liegen die ja ganz häufig rum. Da kann man manchmal für ein kleines Kaffeegeld sich so ein Lithoblech besorgen. Darauf klebe ich mit einem Prittstift ganz einfach den Ausdruck aus dem Profileprogramm und schneide ihn mit der Laubsäge aus. Was wichtig ist, ist, dass man einen weichen Einlauf hat. Genauso auch für das untere, einen weichen Einlauf. Bei mir ist es sogar so, dass ich vorne auf die Nasenrundung total verzichte, weil durch das Schleife ich sowieso vorne eine Nase an. Ob die nun geschnitten ist oder nicht, ist nicht unbedingt von Wichtigkeit. So, eine Schablone. Also das heißt, ausdenken, was ich mir für ein Leitwerk bauen möchte. Ich habe hier jetzt einfach mal so eine Pappschablone. So, ich schneide hier quasi aus der großen Platte Streifen zu. Ich benutze im Moment Austrotherm XPS. Das ist etwas schwerer als das C2500 von BASF. Das BASF-Zeug lässt sich schlecht besorgen. Dieses hier lässt sich sehr, sehr gut besorgen. Auf Länge geschnitten. Dann mache ich Folgendes vorher. Wo habe ich jetzt meinen Klotz? Auf die Holzplatte aufgelegt. Naja, hier ist ein bisschen Unordnung. Eben beide Seiten kurz abrichten. Dann habe ich eine Schablone aus Pappe hergestellt. Auflegen. Also Flugrichtung anzeichnen, umdrehen und so fort. So, nun kommen meine beiden Winkel. Habt ihr euch bestimmt schon gefragt, wofür die sind. Die lege ich hier an. Wo ist der zweite? Da. So, und jetzt sieht man hier schön, jetzt habe ich hier einen rechten Winkel zum Schneiden. Ich habe hier oben eine Kante, die etwas höher ist. Ich lege meine beiden Gewichte drauf. Nehme den kleinen Schneidebogen. Lege den an. So, da fragt ihr euch natürlich, jetzt gibt es im Internet oder überall auch viele Ideen. Jeder hat eine eigene Idee. Ich nehme den Strom nicht auf der gesamten Länge ab, sondern ich nehme ihn, kann damit dadurch die Stromstärke ein bisschen verändern. Es gibt den Anschlag hier gegenlegen, dagegen. Ersten Schnitt. Und wie ihr seht, vernünftiger rechtwinkliger Schnitt. So, haben wir unseren ersten Klotz fertig. Der zweite folgt sofort. So haben wir jetzt in kürzester Zeit zwei vernünftige Klötze.
So, hier sollte man noch mal die. Also so. Habe ich die beiden Kerne für mein Höhenleitwerk schon mal. So, nun kommen da sehr viele Fragen, mal mehr oder weniger. Wie geht es jetzt weiter? Nun gibt es einmal die Möglichkeit, bei den Leitwerken das ganz und gar über die Anlage zu schneiden. Oder man kann auch verwenden, upsala, so ein Holzbrett mit einem Drehpunkt, den ich einmal nach links oder rechts verändere. So, wenn ich jetzt brauche ich den großen Bogen. Upsala. So, wie ihr jetzt seht, passt das so noch nicht. Das heißt, ich muss irgendwo hier hinten meinen Drehpunkt hinlegen, um dann hier den Schnitt auszuführen. Dafür verändere ich hier mal eben kurz die Schrauben. Fehlt eine? Naja, nicht so schlimm. So. Zum Festpicken nehme ich ganz normale Nägel. Man kann Nadeln, irgendwas nehmen. Das ist, ich sage ja, das findet man alles im normalen Haushalt. Wir schneiden zuerst den Unterschnitt. So, nun brauche ich mal meine Brille, sonst wird es schlecht. Also, leider Brillenträger. Bisher ging es ohne. Also. Hierbei darauf achten, dass die Unterfläche, die Fläche auch schön gerade ist. Dann die andere Seite. Meine beiden Gewichte drauflegen. So, nun gibt es auch, wenn ihr dort im Internet guckt, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt da zum Beispiel den Schneidebogen über ein Rad laufen zu lassen. Habe ich alles probiert. War alles nix, weil das Rad. So, wir haben hier ein Seil an der Decke befestigt. An diesem Seil befestige ich auch meinen Schneidebogen. So, jetzt kann mein Schneidebogen, wie ihr schön seht, frei in jede Richtung hin und her schwingen. Es ist nichts im Weg. Es kann auch nichts auf dem Tisch liegen, was im Weg ist. So, jetzt versuche ich ein bisschen den Schwerpunkt hinzukriegen hier. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier die Gewichte dran. Die drücken im Grunde genommen mein Schneidebogen nach unten. Na, siehst du, was kommt. Jetzt nehme ich auf beiden Seiten den ab. Ich verändere hier mein Rollensystem auf diese Seite. Da wir hier, also hier habe ich noch so einen kleinen Haken, damit das oben bleibt. Dann nehme ich eine von meinen beiden Leinen, hake den hier ein, lege den hier rum,
So, ich nehme noch mal einmal das Gewicht runter, um zu zeigen im Nullzustand, wie das funktioniert. Wenn ihr jetzt seht, der Balken zieht das Seil in diese Richtung. Jetzt ist er ausgehakt, weil ich zu hoch war. Gerät eingeschaltet. Beim Anfang ganz klein bisschen bisschen runterdrücken. Fast wie CNC. Der Balken bewegt sich nach unten, zieht den Draht raus. Ausmachen, einhaken, aushaken, weglegen. So, das war der Unterschnitt. Das gleiche machen wir eingehakt. So, auch hierbei hebe ich mit den Fingern ganz klein bisschen den Draht an, den ersten Millimeter, und ab da an läuft er vollautomatisch mit der Schwerkraftschneide hier durch. So, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, und ich denke, das Ergebnis, die Schneidefäden, die schleifen wir gleich noch weg, ist sehr zufriedenstellend. Ich glaube, das geht nicht viel besser.